die katholische St. Franz Xaver Kirche in Münchenstein bei Basel. 1932 eingeweiht, zeigt sich heute im frisch sanierten Gewand. Von außen hübsch anzuschauen. Aber das wirklich Herausragende der Sanierung verbirgt sich im beeindruckenden Innenraum. Dabei war eine Innensanierung zunächst gar nicht geplant. Also was schon länger klar war, ist, dass die Ausrichtung dieser Kirche nicht in den Raum gepasst hat. Und im 1974 ist dort seinerzeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man beschlossen, hier eine Arena-Kirche daraus zu machen. Und kurz darüber hat man auch schon festgestellt, dass die Kirche eigentlich nicht gut renoviert worden ist. Das ist eigentlich im Sinn von Jesus in der Mitte haben. Und das ist so ein bisschen die Wohnzimmerkirche, wo man eigentlich Geborgenheit will vermitteln. Aber das hat überhaupt nicht mit dem Kirchenbau übereingestimmt. Als Wegekirche war der Bau gedacht. Das Kirchenschiff führt hin zu Chor und Altar, was schon am Äußeren ablesbar ist. Eigentlich haben wir zuerst gar keinen Auftrag für ihn. Wir sind auf drin und haben gerade ein Gespräch mit dem Kirchgemeinderat und können sagen, für uns stimmt das drin überhaupt nicht. Wir nehmen eine Kirche aussen wahr und dann kommt man rein und es ist etwas ganz anderes. Und es ist eben nicht anders und gut, sondern es ist anders und es hat einfach nicht gestimmt. Ich habe die Kirche vorher kennt. Ich war zwei, dreimal hier und habe mich nie wohl gefühlt. Und bin dann hier hingekommen, wo es gerade so am Ende war von der Baustelle, und habe gedacht, wow. Also es hat einfach eine Weite gegeben, es hat eine Freiheit gegeben, wenn man reingekommen ist. Es ist einfach schön. Diese Kirche ist zwar eine moderne Kirche, aber sie nimmt Geschichte auf. Also zum Beispiel die Decke in dieser Kirche ist aus der Geschichte, man hat sie wieder vorgeholt. Das ist ein Anteil, der uns zurück verbindet mit dem, was einmal war. Auch der Altar und der Ambo sind aus Holz gebaut, die in der alten Kirche waren. Das nimmt etwas auf von dem, was früher war. Keine leichte Aufgabe für das Team um Jörg Bucher, wenn der Weg nach vorn auch ein Stück weit zurückführen muss. Wir müssen dieser Kirche wieder die Bestimmung zurückgeben, die er eigentlich mal hatte. Nämlich eine Kirche, wo man in einen Raum hineinkommt, hinten kommt man in den Raum hinein und dann füllt sich der gegen vorne und hat immer mehr Dichte Richtung Altar rum. Wir haben auch die Materialien so gewählt, dass man hat können sagen, hinten ist ganz schlicht, der Raum ist offen, dann kommen Bänke, wo die Leute sind und vorne haben wir den roten Sandstein, wir haben den Altar, den Ambo mit Messing und das zu vermitteln, das ist ein gemeinsamer, das ist nicht nur von uns gekommen, sondern es war ein gemeinsamer Prozess gewesen mit der Kirchgemeinde und der bischöflichen Kommission. Doch nicht nur dem, was die Augen fassen können, wurde ein neues Design gegeben. Durch genau berechnete Einbauten herrscht nun ein Klang, um den sie viele beneiden dürften. Das Akustikkonzept ist eigentlich entstanden, wo mehr oder weniger die Bauphase schon angefangen hat. Und auch während dem Umbau haben wir verschiedene Möglichkeiten den Kirchgemeindemitgliedern gegeben, den Umbau mitzuverfolgen inwendig. Selbst das Chorgestühl dient nun auch akustischen Zwecken. Die Berechnungen dafür übernahmen Ines und Fabian Neuhaus. Also wir gehen generell neue Wege in der Raumakustik, die auf einem historischen Wissen auch basiert, wo wir auch historische Tradition weiterführen, indem wir Räume stimmen und nicht dämpfen. Also wir haben überhaupt keine dämpfenden Materialien in die Kirche hineingebracht, sondern über die Geometrie den Resonanzraum gestimmt. Wir möchten natürlich in einer Kirche eine Grossräumigkeit, eine Erhabenheit haben im Klang. Und der Klang soll möglichst auch farbig sein. Er soll gleichzeitig aber Geborgenheit bieten. Und er soll natürlich auch das Wort tragen und Musik tragen und vielfältig erlebbar machen. Und das ist mehr als gelungen. Die kleine Kirche in Münchenstein setzt Maßstäbe.